Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Wizen 1 in der Bow-Only-Challenge. So, irgendwie Déjà-vu hier, dass ich jetzt schon dreimal jetzt hier genau an derselben Stelle gesagt habe. Gut, wir gehen auf jeden Fall jetzt zum, ja, Inquisitor. Beziehungsweise machen wir uns auf den Weg dahin und schauen mal, was uns auf dem Weg so passiert. Den habe ich weggeknallt, Alter. Junge, einfache Beute. Paddy, kann ich mit dir quatschen? Ich hörte, du gehörst jetzt zur Bande des Don. Wenn das mal eine gute Idee war. Was stimmt damit nicht? Das sind doch bloß Verbrecher. Rauben und stehlen, was das Zeug hält. Ach was, Piraten haben auch keinen besonders guten Ruf, habe ich gehört. Ja, schon gut. Lassen wir das. Ja, das willst du jetzt wieder nicht hören, ne? Wenn ich recht habe und ein gutes Argument, dann kommt's. Ach ja, lassen wir das. Ich habe doch gar nicht damit angefangen. Also sowas ist ja wahr. Da kriege ich ja Krätze bei, ne? Ja, schlechte Laune hier, du. Mich hier wieder voll blubbern, wo ich nichts gemacht habe. Ich wollte diese Diskussion nicht anführen. Anfangen. Und anführen auch nicht. Klar habe ich eigentlich schon mit Scheiß. Na egal. Leute, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die letzte Folge geguckt haben. Sehr ehrenhaft von euch. Ich danke euch vielmals. Ja, und hier haben wir ein seltenes Grünblatt. Na, wer es noch nicht kennt. Grünblatt. Unfassbar wichtig. Wie viele Schweine haben wir hier? Das ist ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Ein Keiler, den kriegen wir weg, oder? Komm. Nice, Digga. Sauber. Wir müssen uns nämlich so ein bisschen umgucken nach Wichtelkappen. Die brauchen wir später. Welche Raben? Nee, ne? Nee, okay. Hier ist auch nichts. Schubidubi. Gucken, wenn wir irgendwo Erz oder so finden, ne? Ist auch wichtig. Scheiß Seegeier hier, du. War der im Kopf? Nice. Ja, jetzt kommt er da hinten wieder. Der Kumpel. Mein großer Bruder oder was weiß ich, was du bist. So, macht das Spaß. Wir sind auch knapp vor Level Up tatsächlich. Das ist sehr gut. Komm du mal her hier. Kackvogel, dann kann ich mich da rechts gleich mal lang. Na komm. Jawoll. Guck mal, das sind immer nur 50, aber es gibt auch Hähnchenkeulen. Kann ich auch braten. Dann kommen wir doch hier. Gut voran. Oh, was haben wir da? Heidelwurzel. Heidelwurzel ist auch immer sehr gut. Boah, der war im Kopf. Ah, die halten aber drei aus. Das ist, scheiße ist das. Egal, wie doll ich spanne und wie gut ich treffe. Drei Stück halten die. Aber egal. Wir haben jetzt 21.960. Okay. Ja, cool. Ich meine, klar, mit Quests kriegen wir mehr. Aber das ist erstmal eine Möglichkeit, hier ein bisschen was abzugreifen. Na, hier oben ist nur wieder so viel los, ne? Dann nenne ich diese Motten auch, oder? Ja, die sind so ein bisschen nervig, tatsächlich. Von denen würde ich mich erstmal noch fernhalten. Hafenstadt will ich ja gar nicht. Genau, dann kann ich da nämlich links hoch. Vulkanfestung, ja, mal gucken. Kannst mich nicht mehr rekrutieren. Hey, du! Stan. Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Was zwischen euch Banditen und dem Orden läuft, geht mich nichts an. Solange du keinen Ärger veranstaltest, kriegst du auch keinen. Ja, er ist gleich so, hä? Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Hm.
Erzähl mal was. Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Ja, gut. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Wollte ich eigentlich das gar nicht, aber... Das ist nicht mein Ding. Ich pass hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Severin, ja, ja. Der ist wichtig. Gucken wir hier rein. In solchen Höhlen ist meist immer, dass man irgendwas anderes braucht. Es ist dunkel. Holy fuck. Oh, Alter, das Vieh hier, ne? Das ist doch... Boah, Digga. Da habe ich nicht mit gerechnet. Oh, da habe ich nicht mit gerechnet. Das Ding hat mich aber eiskalt erwischt. Junge, 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 Junge. Das hat mir ein paar neue Arschlöcher verpasst. Oh, ist das dunkel, Alter. Mach mal hier Fackel, ey. Ja, besser. Das Viech ist her. Komm mal her, du. Du Eumel. Ich habe nämlich keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Du bist nämlich eine Patzergrille. Jawoll, Alter. So nämlich. So, jetzt erstmal hier einen Pilz mitnehmen, ne? Ja. Aber die wird jetzt immer wieder ausgelöst, oder? Kann das sein? Ja, 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 ja. Aber kann ich rüberspringen, ne? Ich bin einfach der Beste. So, schwere Truhe. Mach auf hier. Ui. Nimm mal mit. Da. Noch ein Ring. Muss ich hier bloß wieder rauskommen? Bin so gut. Es ist einfach unfassbar. Ja, schmeiß weg die Fackel, Alter. Brauchst ja nicht mehr. Was ein Verschwender, ey. Willst du die nicht ausdenken, ne? Bale, hopp, bale. Das sind ganz schön viele von diesen Grabviechern. Junge, 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 Junge. So. Wo ich hier mit irgendwem schnack. Gehe ich erstmal gucken, ob ich hier was klauen kann. Fackel, ja. Pilz. Da sitzt jemand auf dem Scheißhaus? Nee, glaube nicht. Hat hier nicht irgendwo einer was versteckt? Ich meine... mich zu erinnern, dass das irgendwie so war. Aber ich kann mich auch irren. Guck mal hier. Da ist doch was. Hier ist was vergraben. Hier ist was vergraben. Da gab man aus den Bobs. Mal reingucken. Ja, gut. Ein paar Fälle. Ein Kerzenleuchter. Wenn ich dafür die Mühe mache, das so zu vergraben, ne? Chapeau, Alter. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ohne Witz. Moin, Ruben. Nee, du sollst dich nicht hinsetzen, Digga. Was ist los? Vielleicht kann ich ja so ein bisschen was klauen. Liegt da gar nichts? Ran an die Truhe.
Wow, sehr schön. Habt ihr da Goldmünzen in eurem Busch? Wächst das da, oder was? Moin. Ein Plünderer. Nix da, ich bin Abgesandter von Don Esteban, persönlich. Nix da, sagt er. Ist das so? Ganz schön mutig, hier ohne deine ganzen Bandenfreunde aufzukreuzen. Ich bin Severin. Dieser Hof untersteht meinem Befehl. Halte dich von den Gebäuden fern und fang keinen Streit mit meinen Leuten an. Wenn du das beherzigst, wird sich niemand in deine Angelegenheiten einmischen. Klare Worte. Wie steht's mit den Ruinen? Hier sind zwei hochgekommen. In beiden waren wir drin und haben uns geholt, was wir brauchen. Die obere ist allerdings mordsgefährlich. Einer der Novizen hat dort den Tod gefunden. Und was habt ihr jetzt vor? Wir schicken jetzt die Kisten rauf in die Vulkanfestung. Sehr gut. Mit den Ruinen hier sind wir fertig. Wir haben, was wir wollten. Und für ein paar Goldkelche werde ich nicht das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen. Ja, da bin außerdem ich anders. Kann ich nicht weg, solange diese diebischen Gnome hier herumgeistern. Aber wenn du dich in den Ruinen umsehen willst, tu dir keinen Zwang an. Ja, die Gnome, ne? Die Gnome machen dir Probleme? Allerdings. Diese miesen kleinen Kerle werden von Gold und wertvollen Gegenständen angelockt. Hast du schon mal ihre Kleidung gesehen? Sie haben überall an ihren Mänteln kleine Taschen angebracht. Da stopfen sie alles rein, was für sie wertvoll aussieht. Sie klauen und plündern, was das Zeug hält. Wir sammeln auf diesem Hof, der uns als Zwischenlager dient, was wir aus den Ausgrabungen in der Umgebung bergen. Wenn wir auch nur einen Moment nicht aufpassen, ist alles weg. Die Gnome. Den Gnomen finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Aber dass sie hier halt so gar keinen weiteren Part haben, aber Wizard 2 auf einmal mit den schnackst und auch einer dein Team beitreten will, also fand ich auch irgendwie komisch. Kann ich dir bei deinem Gnomenproblem helfen? Vielleicht. Eine Gruppe dieser diebischen Gnome hat sich in der Nähe, nördlich von hier, niedergelassen. Seit sie dort sind, kriege ich kein Auge mehr zu. Dann werde ich mich doch um diese diebischen Gnome kümmern. Ich werde deine diebischen Gnome erledigen. Das ist die richtige Einstellung. Ein Mann der Tat wird hier immer gerne gesehen. Ja. Viel Glück und lass dich nicht beklauen. Was, wo denkst du denn hin? Was mit dir? Hey, ich bin Ruben. Wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen. Deine Waren sind viel zu teuer. Tja, sind noch schlechte Zeiten angebrochen, mein Freund. Und er sagt, froh sein, dass es überhaupt noch was gibt. Ah, ich nehme den Trank. Sag mal her. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache die Gebäude. Wir haben hier Vorräte und jede Menge Zeug aus den Ruinen. Aber die meisten wertvollen Sachen gehen in die Vulkanfestung. Ich schätze mal, in jedem Lager findest du einen Kerl wie mich. Einen, der dir besorgen kann, was du brauchst. Also stell dich gut mit mir. Sonst gibt's nicht mal einen kleinen Heiltrank. Ja, du hast, glaube ich, sowieso nicht so viel, kann das sein? Lass uns handeln. Pfeiler hat er. Das ist für mich gerade wirklich sehr for the win. Holzfäller-Axt kann weg. Das Geschwert kann weg. A golden wing. Wingelding. I don't need this thing. Nautilus, weg damit. Oder nicht. Fälle. Brauche ich nochmal Fälle? Ah, da. Lass mich. Wisst ihr, was ich meine? Brauche ich doch gar nicht, oder? Ja, voll. Gut, 266. An sich. Sehen lassen. Also Keiler. Können wir vorher nochmal kalt machen. Schön in den Kopf. Oh, komm. Ja. So ein Ding ist das nämlich. Noch knappe 500 Erfahrungspunkte. Dann war's das. Chillt doch schon einer. Komm her. Ja. Haben wir. Das ist aber auch hässlich, ne? Komm her, schmeißt ihr mit Scheiße oder was schmeißt ihr? Ab. Oh, da ist einer. Du bist ganz schön dicht. Okay.
Scheiße, wo kommt der Wolf her? Au. Wow, 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 wow. Oh Gott. Ja, das war gut. Da kommt ja noch ein Wolf. Könnt ihr mir helfen? Hilfe. Hilfe. Hilfe bitte. Die Viecher gibt's echt überall. Haut auf. Haut auf. Severin. Severin. Ja. Ja. Du hast es einfach nicht drauf. Oh, wo kommen die denn jetzt her? Nicht schlecht. Alter, was ist hier los? Okay, alles klar, Mann. So, jetzt haben wir aber erstmal ein bisschen was weggeknüppelt. Das war jetzt hier gerade irgendwie ein bisschen stressig, das Ganze. Oh, hier ist der zweite Wolf. Aber habe ich jetzt alle genommen? Nee, ne? Die Werkzeugbeutel, stimmt. Shit. Haben wir jetzt alle? Ich glaube nicht, oder? Wer sagt's denn? Was habt ihr hier alles Schönes? Oh, kleiner Saphir. Diebisch Gnome. Steht nicht bei, wie viel ich hab, ne? Aber... Oh, eine Wichtelkappe. Sauber. Könnte sein, oder? Eins. Zwei. Ich frag Severin einfach. Und ansonsten penne ich eben. Bis es wieder heller wird. Mal gucken, was wir machen. Geh mal hier schlafen. Da muss ich mich auch einfach mal ausruhen. Hier ist für dich nichts zu holen. Nee, weiß ich. Aber ich wollte ein Nickerchen machen. Bruder. Lass mich doch immer mal ausruhen. Immer so schwer in Gange. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Da sind zwei. Komm her. Ja. Lässt das sein? Opa. Der war knapp, Digga. Den habe ich aber sowas von weggenödelt. Oder. Das war gut. Die haben auch immer gutes Zeug dabei hier. 3 von 15 Werkzeugbeuteln. Das ist so echt so eine langwierige Quest. Da musst du richtig weit auf der Insel in Gange sein. Wo du diese 15 Dinger zusammen hast. Ja. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Nice. Wo ist er? Ruben. Wo bist du? Ist auf dem Scheißhaus? Du sollst mir eine Belohnung geben. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. Alter. Richtiger Gönner. 2200. Nimm wir mit. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist ein einzelner Wolf. Müssen wir kalt machen. Gott, der ist schnell, ey. Wir müssen echt gucken, dass wir Bogen weiter aufleveln. Das Ding, irgendwann haben wir 100% schneller und dann geht das aber ab hier wie Legolas, Junge. Zack, 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 Maschinengewehr. Ja, ist eigentlich ganz schön, ne? Ist gut gemacht. Ich mag dieses Spiel. Es hat irgendwie so eine ganz, ganz besondere Aura, finde ich. Es ist so für sich eigenständig einfach ein gutes Spiel. Ich spiele es echt gerne.
deswegen hatte ich auch Bock auf diese Challenge einfach mal. Weil man es jetzt ja schon wirklich sehr oft einfach auch schon durchgespielt hat. Und so kann man vielleicht nochmal einen neuen Reiz setzen. Und deswegen dachte ich mir, ja, machen wir mal. Shit. Komm ich darüber? Alter. Dass es so klug war. Aber hoch kommt er nicht, nee. Aber hier. Nice. Und wir haben das ja gelernt. Und da würde sogar eine Spitzhacke liegen. Wie geil ist das denn? Na komm, Goldader, let's go. Zeig, was du drauf hast, Bruder. Das hat sich gelohnt. Fünf. Nichts. Goldbrocken. Nice. Das ist cool. Das finde ich gut. Oh. Dann lieber runter. Dann lieber runter. Schön von der Seite weggeballert, ey. Nice. Da mein Pfeil. Ach, okay. Dass die Pfeile hier auch noch wieder verwendet werden können, das finde ich sehr, sehr cool, ne? Weil das finde ich richtig nice. Da waren Wölfe. Da noch ein paar Stachelratten. Aber erstmal müssen wir den Weg nach oben sichern. Jawoll. Oh, wir kommen hier gut durch. Seegeier. Wird meist nicht alleine, ne? Hässlichen. Der aber schon. Alter. Einmal bibbelt's hier. Bong. Das sind Gnome. Ein listiger Gnome. Das ist kein Diebischer. Gut, den haben wir. Oh Mann, hat der mit dem Buch geschmissen? Oder was? Okay, der hat getroffen. Kleiner hässlicher. Haben wir. Oh, du Schweinebacke, du. Komm her. Los, schieß doch. Kleiner Wichser. Ja. Man hier einfach schon so die erste Quest für die Vulkanfestung machen kann, ohne dass man jemals mit denen interagiert hat. Super. Echt super. Ja, mal auf da. Maximales Mana plus 10. Nice. Kann ich schön verkaufen. Und noch ein Pfeil. Ah, da sind so viele Seegeier. Ah, ist aber auch eine Truhe. Wollen wir die wegmachen, Alter? Ohne Witz. Rennen die jetzt wirklich hier hoch? Na gut. Dann wollen wir dem mal entgegenkommen. Der kommt wirklich. Der hat Bock. Nice. Boah, Alter. Ja, weg. Na los, mach doch mal einen Angriff. Du mach doch mal einen Angriff. Ist das dein Ernst? Ach, natürlich, wenn ich angreife, ne? Ey, ist das ein mieser kleiner Wichser. Warum triffst du denn nicht? Alter, jetzt reicht's mir aber gleich schon wieder, du verficktes Dreckstück, Mann. Warum trifft das nicht? Meine Fresse. Endlich. Ist mir auf den Sack, Junge. Alter Schwede. Das kam mir echt ein bisschen buggy vor. Ich glaube, so soll das nicht. Also, es ist ja sowas von scheiße. Die greifen aber auch extra nur an,
wenn du sie angreifst. Was ist das für Pimmel, ey? Ah, okay, ich dachte, ich kann hier einen auf Robin Hood machen, aber da war nix. Gut. Jetzt ist hier aber gut. Sehr schön. Gut abgerollt, Bruder. Das sieht aber trotzdem nur noch sehr steif aus, wenn du da runterrollst. Deine Knie werden es dir auf jeden Fall danken. Das steht vollkommen außer Frage. Und wir haben hier eine Truhe. Und nochmal von vorne. Ja, kein Problem. Na also. Oh, nice. Hat sich ja kaum gelohnt, aber... Was soll der Geiz? Aber hier... Damit... Ja, aber wir haben eine Stufe gemacht. Das ist sehr cool. Was brauchen wir jetzt? 27.500. Und glaube ich immer 5.000er Schritte. Das finde ich eigentlich ganz geil. Dass es nicht auf Schlag irgendwie so unfassbar mehr... Viel mehr wird. Viel unfassbar viel mehr Erfahrungspunkte werden. So, mein Gott, jetzt haben wir einen vernünftigen Satz rausgekriegt. Manchmal, ey, ich muss auch mal wieder die speichern. Hoppala. So. Oh, Hallöchen. Paul. Hinter dir, ein schreckliches Monster. Was? Wie? Wo? Mann, mach nicht so einen Scheiß mit mir. Erstmal den Stock geklaut. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen... Du hast dich ihnen gestellt? Die ganze Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Oha. Bist du sicher? Ich meine... Danke. Schon gut. Hör mal, es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. Sehr gut. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Hoffentlich bleibt es ruhig. Ah, doch. Oder alles gut. Oh yeah, Heldenkrone. Das ist der Scheiß, den wir brauchen. Den wir ganz dringend brauchen später, um Tränke zu machen. War das jetzt meine erste? Ja. Das war meine erste. Da müssen wir auf jeden Fall noch gucken, dass wir... da die Augen offen halten. Hallo, mein Freund. Ah, ein weiterer Freiwilliger. Was Freiwilliger, Junge? Du bringst hier gleich eine. Klatsch gleich. Ich muss mit dem Inquisitor reden. Na klar. Und warum sollte Inquisitor Mendoza, der Anführer des Ordens der Heiligen Flamme, mit einer Wurst wie dir reden wollen? Nennst mich Wurst? Freund, es klatscht gleich richtig, Alter. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Das sagst du. Vielleicht bist du aber auch hier, um den Inquisitor zu töten. Glaubst du wirklich, eine Wurst wie ich könnte den Inquisitor töten? Wohl nicht. Also gut, ich lass dich rein. Aber ja. Wehe, du machst Ärger. Alles klar, Bruder. Ist in Ordnung, bleib mal locker. Und somit sind wir drin im Kloster und kommen so schnell auch nicht wieder raus. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, war's das an der Stelle erstmal. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einfach einen Daumen nach oben dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen, würdet ihr mich sehr mit unterstützen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tüdelü. Sag bloß, du kennst Sky nicht. Wer? Wen meinst du? Na, dann wird's aber Zeit. Weißbeat und der Sky, ja, wir machen Stress. Guck, nicht so dumm. Jetzt wirst du zerfetzt. Ja. Die ganzen Bitches aus Horinis haben keine Ahnung und es gibt nichts, was ihnen lieb ist. Ja. Ich komme mit Sky und weiß, unser Flo ist nice. Halt die Fresse. Du Lelik. Du bist nicht von Interesse.